You can do whatever you want. You can do whatever you want. You can do whatever you want. Just believe it, believe it. Heute ist die Atmosphäre auch schon klasse, also nicht nur wegen dem Wetter, sondern auch wegen den Menschen. Ich hoffe, das wird mit noch mehr Menschen noch mehr Stimmung. Das ist jetzt schon ein super Feeling. Wir haben super viele Leute, super viele nette Leute hier, die super gerne mitmachen. Ich habe heute so einen Gesangsunterricht gemacht und deswegen war es einfach so schön, mal Tipps zu bekommen und so, wie man das alles noch besser machen kann. Das Beste war bis jetzt das Rutschen und der Workshop. Ich hatte die blaue Hand, das heißt, ich habe Rennball gespielt mit statt Matten mit kleinen Pools. Mir haben die Workshops allgemein am besten gefallen. Also ich war erst bei dem Singen und jetzt Kartenspiele. Das ist eigentlich ganz schön, ja. Den Turner-Tanz auf der Wiese, weil wir den bei uns auch kennen und den immer als Ritual machen. Und das ist echt cool, den hier wieder zu finden. You can do whatever you want. You can do whatever you want. Just believe it. Ich glaube, das ist eigentlich uns ziemlich wichtig, weil wir haben ja auch sozusagen mit der Kirche was zu tun und Luther war ja auch in der Kirche und haben ja auch sozusagen eine Aufgabe übernommen. Ich finde es ganz wichtig, dass es junge Leute auch machen, deswegen bin ich auch dabei. Ja, das ist total wichtig, weil das auch nicht vergessen wird und dass die Welt auch merkt, okay, wir junge Leute, wir engagieren uns auch. So ein einmaliges Erlebnis mitgemacht zu haben, ist einfach fantastisch, ja. You can do whatever you want, just believe it, you can do whatever you want, you can do whatever you want, you can do whatever you want, just believe it, you can do whatever you want, you can do whatever you want, you can do whatever you want, just believe it, you can do whatever you want. Ich freue mich auf das tolle Team, auf die vielen netten Leute, die ich auch neu kennenlernen werde. Ich hoffe, dass es gigantisch wird und dass man sich daran erinnert, auch noch in 500 Jahren. Wenn das hier einfach nochmal 10-mal größer wird, dann wird das, glaube ich, einfach richtig voll mit Energie und mit Power und mit Feeling. Ganz viele unterschiedliche Konfirmanden, die so sehr vielseitig sind und von denen man selbst eigentlich auch noch was lernen kann. Das finde ich eigentlich relativ spannend. Ja, wird bestimmt interessant, natürlich einmalig.